Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie, The Jiggies of Time. Es geht wieder weiter hier im Wassertempel. Ja, im letzten Part sind wir richtig schön draufgegangen hier im Wassertempel. Hat mich richtig geärgert, ey. Wir hatten schon so viele Noten, es hätte fast gar nichts mehr gefehlt. Jetzt müssen wir das alles halt nochmal machen. Ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee, dass das heute mal ein bisschen besser wird, der Part. Und wir stehen jetzt, glaube ich, vor einem Bossfight. So, ich bin gespannt. Sämtliche Schalter haben wir bereits aktiviert. Vielleicht ist auch eine nette Krabbe. Man weiß es nicht. Bist du nett? Oh. Vielleicht auch nicht. Okay, also es ist Goma, der Boss aus dem Wassertempel. Und eigentlich hättest du doch im Digo-Baum sein müssen. Kann es sein, dass du einfach nur eine Krabbe in deinem komischen Job bist? Ja gut, also wir haben hier unten ganz viele Federn. Ich weiß nicht, ob das einen Hinweis geben soll. Da hinten haben wir eine Exit-Tür. Und ja, irgendwie, ich habe jetzt die Idee, dass wir auf den drauf springen müssen. Oder vielleicht müssen wir ihn abschießen. I don't know. Er hat auf jeden Fall ein fettes Auge. Take that. Weiß nicht, ob es direkt eine Sprungplatte scheint es ja nicht zu geben. Okay. Mist. Okay, Eier nützen nichts gegen ihn, hat er gesagt. Ich weiß nicht, ob ich... So. Okay, oben auf ihn drauf komme ich nicht. Gibt es einen Trick? Das ist jetzt halt die Frage. Ich meine, ich denke, ich muss dann auf ihn drauf und dann vielleicht eine Jump-Attacke machen oder so. Aber was halt auch sein könnte... ist womöglich, ihn mit dem Eiern ins Auge zu schießen, auch wenn er sagt, das nützt nichts. Hä, hier komme ich gar nicht durch? Muss ich ihn erst besiegen, damit ich hier durchkomme? Okay. I don't know. Okay, what has happened? Da ist erstmal ein Spiel. Was haben wir hier für ein Spiel? Hallo, ich möchte mal kurz gucken. Was haben wir da für ein Spiel? Ich konnte es immer noch nicht sehen. Was ist das? Was ist das? Boah, kann ich überhaupt nicht entziffern. Was sind das, Leute? Erklärt es mir mal, was das ist. Okay, wir haben Federn. Kann man die irgendwie benutzen? Brauchen wir vielleicht noch was? Vielleicht lernen wir eine neue Fähigkeit. Aber ich kann doch nicht wieder raus, ne? Ich komme gar nicht raus. Also ich muss gegen ihn kämpfen. So viel schon mal klar. Exit geht aber nicht. Der Exit ist zu. Ich denke mal, den Exit kann ich auch erst öffnen, sobald ich den Boss besiegt habe. Ich könnte mich unbesiegbar machen. Das könnte ich tun. Hätte aber irgendwie gerne als Hinweis gehabt, dass man... Na, keine Ahnung. Okay. Das war nicht der Plan. Was
Kannst du nicht auf ihn draufklettern? Ja, keine Ahnung. Bin gerade abgeprallt. Aber es hat ihm nur Schaden gemacht, oder? Ich glaube, das macht Schaden. Ach, Manu, komm. Hallo. Ah, ich will halt nicht ganz in die Mitte, weil ich Angst habe, dass ich gehittet werde. Okay, ja. Das war es auch schon. Ja, das war ja easy. Okay, hab zwar lange um heißen Brei rumgeredet, aber... Naja. Egal. Gut, dann war das der Boss. Hätte mir irgendwie gewünscht, als Hinweis eine goldene Feder gehabt zu haben. Weil wenn du jetzt keine goldenen Federn hast, in diesem Moment, kommst du ja gar nicht weiter, ne? Und jetzt darf ich jetzt hier durch? Jetzt darf ich auch durch. Alles klar. Schön. Da auch erstmal einen Schluck Kaffee. Oh, hat schöne Musik, ne? Ha, geil. Ja, wir haben ein weiteres Puzzleteil. Wir haben Goma besiegt. Goma, den Wassergott. Den Wassertypi. Kennt jeder, ne? So, jetzt ist das Problem. Das hier ist das nächste Problem. Ich werde jetzt erstmal diesen Raum hier absolvieren. Und alle Noten sammeln. Und dann... Ja, müssen wir den Rest nochmal machen. Die Frage ist... Wie mache ich denn das? Wie mache ich das? Ich habe hier eine fette Sprungplatte. Wenn ich da runterfall, bin ich tot. Das haben wir jetzt schon im letzten Part herausgefunden. Okay. Irgendwie funktioniert das so. Ganz eklig. Aber nicht immer. Das heißt, wir müssen super vorsichtig sein. Shit, ey. Komm schon. Eben hat es auch funktioniert. Warum funktioniert es jetzt nicht mehr? Mann! Ich habe Angst, dass ich runterfliege, ey. Aber was soll ich machen? Okay, so kann man vielleicht auch was machen. Ah, okay. So ganz komisch. Boah, ist das eklig. Okay, gucken wir erstmal, was da oben ist. Hätten wir jetzt eigentlich alle Noten? Ja, wahrscheinlich, ne? Jetzt hätten wir es wahrscheinlich schon geschafft. Hallo? Somewhere here? Rote Federn. Warum sind hier so viele rote Federn? Also richtig viele. Verstehe ich nicht ganz. Okay, hier ist aber erstmal nichts weiter. Eier kann man, glaube ich, wieder ein paar gebrauchen, gell? Ja, da sind wir ein bisschen out of. So. 50. Und... Alle hopp. Aha. Jawohl, einfach zermalmt. Federn haben wir 80, okay. Ja, Federn haben wir irgendwie noch gar nicht so richtig in dem Level gebraucht. Einmal kurz. Aber das war's dann auch. So, hier ist wahrscheinlich auch nichts weiter drin. Nö. Ich glaube, wir hätten jetzt auch die 100 Münzen. So, was kommt jetzt wieder? Eigentlich Mittelboss. Kampf gegen Schatten Link. Ich bin gespannt. Wow, 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 wow. What the hell? Geht ab hier. Wer seid ihr eigentlich? Okay, ihr seid einfach so Schattentypen. Und da ist die Boss-Truhe. Ah.
Mit einem Puzzleteil. Geil. Das ist Nummer 7, ne? Jawohl. Ja, alle Jiggies habe ich auch, Gingos habe ich auch noch nicht gefunden. Ziemlich blöd. Aber wir haben jetzt diesen schweren Abschnitt hier hinter uns. Diesen komischen Jump-Part. Und hier irgendwie hoch. So, eine goldene Feder. Wow. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Guck mal, ich würde jetzt hier gerne mal nach hinten. Geht aber nicht. Okay, dann war es das hier auch. Dann sind wir hier fertig, hoffentlich. Ich hoffe, ich muss nicht mal hierher kommen. Nie wieder in meinem Leben. Da gibt es auch noch eine goldene Feder. Schön. Die nehmen wir natürlich mit. Ja, ansonsten... Ich guck mal, ob was hinter dem Felsbrocken da liegt. Jo, noch eine goldene Feder. Schön, sind wir wieder voll. Vielleicht ist das der indirekte Hinweis. Ne? Möglich. Für den Boss meine ich jetzt. Gut, dann sind wir hier durch. Schön. Bedeutet für uns... Hä? Warum ist da unten diese Krabbe? Nützt mir nichts. Stirbt die dadurch nicht? Ich weiß nicht, ob das jetzt relevant ist, weil wir haben auch nur irgendein Thema offen mit Krabben. Aber, keine Ahnung. Ich hoffe mal nicht. So, ja, jetzt müssen wir heile wieder da runterkommen, ne? Ich glaube, ich kann einfach hier runterspringen. Ja, ich glaube schon. Gut. So, und hier haben wir ja überall Sprungplatten. Das heißt, wir sind gleich wieder in der Safe Area. Und jetzt müssen wir nur noch alle anderen Noten einsammeln. Juhu. Das macht hier überhaupt keinen Spaß zum Glück. Oh Mann. Okay, komm, das schaffen wir jetzt auch nochmal. Was war hier drüben? War da ein Puzzleteil drin? Gab's da einfach so for free ein Puzzleteil? Ich weiß es leider gar nicht mehr. Okay, das war hier so ganz komisch. Jawohl. Was war hier drin? Auch nix. War da auch ein Puzzleteil drin? Bestimmt. Okay, erste Etage erledigt. So, nächste Etage. Schade, dass man hier nicht den Wasserstand irgendwie verändern kann. Obwohl. Ich glaube, das würde alles nur noch unnötig komplizierter machen. Aber es ist halt schon eklig mit dem Wasser. Irgendwie wäre es geil, wenn ich einen Anzug bekommen hätte, mit dem ich unter Wasser atmen könnte. Und es gab hier schon ab und zu mal ein paar Stellen, da war es ein bisschen knapp mit den Noten, mit der Ausdauer. Mit der Luft, die man zum Atmen braucht. So, auf jeden Fall machen wir jetzt den Wassertempel hier fertig. Sammeln hier nochmal alle Noten, alle Jinjos ein, da waren glaube ich aber ein paar unterwegs. So, bevor wir dann wieder nach draußen gehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ist da oben noch irgendwas Relevantes? Da war glaube ich nur ein Puzzleteil, oder? Ich glaube, da oben war ein Puzzleteil. Ich hoffe es ganz sehr, bitte, bitte. Lass da nichts anderes gewesen sein. Okay. Jetzt müssen wir straight nach unten. Jetzt haben wir erstmal hier Noten. Ah, hier ist auch ein Jinjo. Warum pfeifst du nicht? Du Pfeife. Fehlen halt immer noch... Ich weiß nicht, wie viele hat man?
als wir gestorben sind. Keine Ahnung. Weiß nicht mehr. Okay, Noten haben wir alle. Erstmal wieder nach oben. So, jetzt straight nochmal nach unten, denn ja, auch diesen Abschnitt müssen wir jetzt nochmal machen, weil Noten halt, ne? So. Boah, ist das eklig. So, einmal durch die Noten durch. Ich glaube, das sind auch alle, oder? Ich glaube, wir müssen nur hier einmal durchschwimmen. Dann drüben mal Luft holen. Und dann können wir weiter. Oder gab es hier noch Noten? Ja, hier gibt es auch noch welche. Natürlich gibt es hier noch Noten. Was denke ich denn, wer ich bin? So, ich hole erstmal Luft. Hier war auch noch ein Puzzleteil drin, ne? Ja. Ah ja. So, ich habe jetzt schon gelernt, Eier bringen halt gegen die Krabben fast gar nichts. Höchstens ein kleiner Stun oder so. So 30. Alter. Ja, fette Mauerklasse. Oh, auch so ein geiles Spiel. Aber haben wir erst gespielt, Leute. Haben wir erst gespielt. Guckt es euch gerne auf dem Kanal an. Sogar in, ich sag mal, halbwegs krasser Grafik haben wir das gezockt. In Anführungsstrichen HD. Hochauflösend. So schnell weg hier. Hoffe ich das? Ja, ich hoffe doch. Ah, war schon wieder ein ganz geiles Spiel, muss ich sagen, das mal wieder zu zocken. Haben wir auch auf 100% gemacht. Alle Schiffsteile. Mega. Mega gutes Projekt. Hat mir mega Spaß gemacht, wieder mal. Und Spirit Tracks können wir auf jeden Fall auch mal wieder zocken. Obwohl da die Steuerung... Ah. Mal gucken. Boah, das war knapp. Das war knapp. So. Aber wir haben es geschafft und jetzt müssen wir hier erstmal wieder irgendwo raus, ne? Auch unterirdisch. Ja, aber theoretisch hätten sie das auch so machen können. Mit Wasserstand ändern, weil wir haben ja auch eine Ocarina, sag ich mal. Naja, gut, indirekt. Indirekt haben wir eine Ocarina. So, jetzt müssen wir erstmal wieder ganz nach unten. Ja, sorry Leute, aber es gehört dazu, ne? Wir sind gestorben. Müssen wir die ganze Scheiße halt nochmal machen. Auch wenn es weh tut. Mir tut's genauso weh. Mindestens genauso wie euch. Ich glaube sogar mehr. Weil ich muss das alles nochmal machen. Oh. Da war der zweite Jinjo. Das Gute ist halt, die ganzen Türen sind offen. Das macht das Ganze schon mal erträglich. Yeah. Eine goldene Feder. Und hier ist, glaube ich, ein bisschen Leben drin gewesen, ne? Genau. Das brauchen wir auch gerade. So, was war hier drin? Puzzleteil, glaube ich, ja? Ah ne, hier haben wir irgendwas angemacht und hier gab es so ein schönes Bild. Ist das ist das Koko? Ne, Jackenburg. Ja, keine Ahnung. Wisst ihr, wer das ist? Oh, das Spiel da hinten hatten wir, glaube ich, nicht in der Ecke, oder? Hatten wir das? Was ist denn das? Ich will mal gucken. Ah ne, Mario aus, das hat man, glaube ich. Okay. Fertig. Warte, ich will nochmal ganz kurz. Nur auf Nummer sicher gehen, ne? Okay, weiter geht's, Leute. Wir sind auf einem guten Durchmarsch gerade. Es müssten auch nicht mehr so viele jetzt hier sein. Ich glaube, hier haben wir alles, oder? Sieht gut aus. Okay, weiter geht's. Oh Gott. So, jetzt haben wir erstmal hier noch überall Noten. Und auch wieder Krabben. So. Oh Gott. Ja, einfach in die andere Richtung gepokt. Was soll das denn? Okay, ich gehe mal ganz kurz aufsteigen. Und dann wieder runter. Eins haben wir noch. Eine Node muss noch und dann müssen wir da noch rein. Okay. Hier unten gab es ja nur zwei Eingänge. Es ist zum Glück ein bisschen gekürzt, der Wassertempel, ne? Man muss nicht wirklich alles machen. Aber ich denke mal, so die wichtigsten Räume sind beinhaltet. Ist auch gut so.
Also, ich finde ihn ganz angenehm eigentlich. Klar vom Rätseln her auf jeden Fall leichter als der Waldtempel. Aber... ja. Ich meine, der Waldtempel war ja auch verwirrend, sag ich mal. So, da drüben war ein Puzzleteil drin. Ich erinnere mich. Und ich glaube, mit 45 Noten kann man sagen, der Wassertempel ist damit durch, oder? Ich hoffe, da war ein Puzzleteil drin, aber ich glaube schon. Und ich hoffe, da ist kein Jinjo drin. Ich hoffe es sehr. Gut, dann sind wir durch jetzt. Theoretisch, ich hoffe es. Wir haben nichts vergessen, glaube ich. Und damit können wir auch sagen, der Part endet für heute, liebe Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Im nächsten Part holen wir uns dann die letzten Noten draußen. Das sollte dann auf jeden Fall schaffbar sein, hoffe ich. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren, wieder einschalten zu Jig is of Time. Tschüssi, Leute.